Heute in der Abendschau. Betrug war Chefsache im Ordnungsamt. Wir entdecken jetzt Berlin zu Fuß. Und Captain Blaubär feiert 80. Geburtstag. Und der Jubilar des Tages ist auch ein Berliner und das schon sehr lange. Geboren aber ist er in Danzig. Gelernt hat er das Bäckerhandwerk, dabei geblieben ist er nicht. Statt kleiner Brötchen gab's bald großen Applaus für Wolfgang Völz, den Schauspieler. Er war der Mario in der Raumpatrouille, der Butler Johann von Graf Joster. Und er ist seit fast 6 Jahrzehnten Bühnenprofi und als Synchronsprecher der erfolgreichste Flunkerbär aller Zeiten. Zu seinem 80. Geburtstag gratuliert Uli Zelle. Preußisch gerade geht er durch seine 300 Quadratmeter Wohnung. Das Laufen fällt ihm schwer, das Arbeiten nicht. Arbeit ist wahnsinnig wichtig. Etwas ist eine Tragödie, dass ich nicht mehr so gut laufe. Und ich war ein großer Spaziergänger. Das macht mich manchmal etwas traurig. Geht nicht mehr gut. Also ich gehe am Stock. Stöcke sammelt er mittlerweile wie andere Antiquitäten. Zum Geburtstag sind Kinder, sogar Enkelkinder aus den USA gekommen, um Opa zu ehren. Völz ist mit Roswitha, einer ehemaligen Tänzerin, verheiratet, die ihn anfangs auch managte. Sie hat mich nie gezwungen, etwas zu machen. Auch wenn wir noch so nötig Geld gebraucht hätten, hat sie nie gesagt, ja mach das, mach doch, was dir Spaß macht, sagt sie heute auch noch. So hat sie ihn vor 55 Jahren und 50 Kilo, wie Völz sagt, kennengelernt. Geboren wurde der Schauspieler in Danzig. Noch heute pflegt er Verbindungen in die jetzt polnische Hansestadt an der Ostsee. Ich war jahrelang jedes Jahr da, weil ich doch Schulkollegen hatte, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Wir besoffen uns dann immer dort. In seinem Geburtshaus kam übrigens auch ein späterer Kollege zur Welt. Eddie Arndt, wir haben die gleiche Hebamme. Und den gleichen Beruf, anfangs meist in Nebenrollen, ob in Edgar Wallace oder Stahlnetz. Das war schön, das war ein Straßenfeger. Auch ein Feger, die Raumpatrouille. Fast alle Mitwirkenden wurden damals Stars. Was hatten Sie denn erwartet? Na, zumindest ein Empfangskomitee. Ja, einen großen roten Teppich rund um das ganze Schiff. 2 Lorbeerbäume rechts und links, ein kleines Mädchen mit einem Blumenstrauß, das von den Helden knickst, und einen gemischten Chor mit Knabensolo. Legendär, die Filmausstattung. Bügeleisen und Negarnrollen. Und wir haben an Bleistiftanspitzern haben wir navigiert. Dann kam endlich eine Hauptnebenrolle als Butler des Grafen Joster, der sich die Ehre gab. Das ist das Schloss meines Grafen. Und das der Rolls-Royce des Grafen. Und musste den auch selber fahren, durch Paris. Wir waren ja in ganz Europa. Das war mühsam und dann habe ich da manchmal schon irgendwo gegengeduft. Auch an die Wand gefahren, seine Karriere als Sänger. Was hat man deiner Großmama getan? Es war nicht sein Erfolg, was ich versucht habe. Es war ein absolut Misserfolg. Ich am liebsten habe ich ja Misserfolge. Und ich hatte viele Misserfolge in meinem Leben. Am Ende waren es natürlich viel mehr Erfolge. Er spielte auch mit seinen Kindern. Hier mit Sohn Benjamin als Jim Knopf. Das gibt's doch gar nicht. Und er macht seit 23 Jahren Kinder glücklich mit Captain Blaubär. Er gab Mel Brooks und Walter Matthau seine Stimme und versuchte sich auch als Reporterdarsteller. Guckt er eigentlich auch die Abendschau? Abendschau gucke ich, das jetzt klingt es so blöd, jeden Abend. Obwohl ich mich jeden Abend ärgere. Weil ihn oft die Politik ärgert, ja wütend macht. Heute am Geburtstag schaut er übrigens auch auf diese Stadt mit der Abendschau. Und dafür kriegt er jetzt auch noch eine Umärmelung von uns.